meine Füße sind eingefroren, Gatsu. Aber mein Glas ist schön. I really love this. So, these are the mini pesto and goat cheese appetizers. Wow, they look great. Gerade unsere Nugget-Runde und es ist alles eingefroren über Nacht. Also es ist geschmolzen einmal gestern und jetzt eingefroren und deswegen gehe ich mit einer Geschwindigkeit von 0,2 km/h. Wir haben heute ein straffes Programm und zwar geht heute Abend eine Weihnachtsparty an bei Freunden und dafür bringen wir einen Salat und einen Dip mit. Und das müssen wir alles noch machen und auch noch einkaufen. Aber natürlich auch noch mit dem Hund gehen, damit er happy ist. Schauen wir mal, was wird. Tut's etwas weh, ha? Oh, deine Füße sind eingefroren, Gatsu. Ja, humpelt. Ich habe hier gerade die letzten Besorgungen gemacht. Also Lebensmittel haben wir immer noch nicht eingekauft, aber schaut mal den Haarreif an. Einen davon musste ich anziehen und den anderen Gilly. War zwar viel zu teuer irgendwie für so einen Schrott, aber ich dachte mir, das könnte lustig sein. Und dann noch ein bisschen was für Bierpong. Groß auch noch hier. Yay! Yeah.
Ich konnte leider nicht filmen, wie ich mich fertig gemacht habe, weil alles ging schief irgendwie und ich hatte null Zeit. Ich versuchte, das Licht anzuschalten. So, jetzt. Aber ich kann euch ja kurz mein Fit zeigen. Was sagen wir zu diesen Hörnchen? Sie werden mich auslachen, aber Gilly hat auch sowas, deswegen passt das schon. Und ja, drunter habe ich noch eine kurze Hose, eine weiße Bluse. Ruf ihn doch an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich sehe irgendwie so nur pink. Kater 1, Katja 0. Merke. Wenn er hustet, das hört sich so lustig an. Wir müssen jetzt Nugget wegbringen zu meiner Mom und dann fahren wir auch schon los. Wir haben nichts gefrühstückt, wir trinken jetzt nur Kaffee erstmal und holen uns irgendwas beim Bäcker. Ich finde, meine Haare sehen ganz cute aus dafür, dass ich sie jetzt so halb betrunken gemacht habe. Shots sind einfach nicht mein Ding. Looking for a parking space in the Metropole Regensburg. Aber schau, die fahren raus, glaube ich. Die mit dem Maui. Kannst du nicht mitmachen? Ja, ich habe überlegt, welches ich nehmen würde. Welches würdest du dann nehmen? Ja, wenn, dann würde ich gerne hier. Jetzt kommt wieder dieses Krokodil. Aber dann sitzt der voll tief. Ja, einfach aus Prinzip. Zibi ist auf der Suche nach einer Brille. Achso, du fotografierst das Ding ab. Ja, weil der steht ja da oben. Okay. Was kannst du eigentlich nicht? Ja? Du kennst dich in allen Bereichen gut aus. Der Baum hat einfach 4536 Lichter. Ich glaube, der hat mehr, ne? Keine Ahnung. Hallo, ich bin wieder zu Hause und dachte mir, ich zeige euch das Geschenk, das Sibi für sich ausgesucht hat. Und zwar. Tada! Ist das nicht schön? So cute! Oder? Ist auf jeden Fall ein nices Deko-Element für ihre Wohnung. Ich stelle dich gleich mal unter den Baum. Und dann, das ist, finde ich, so crazy. Das ist quasi so ein Geschenkband-Teil. Ja, wo ich ganz viele Geschenkbänder. Und ein Geschenkpapier. Geschenkpapier ist auch wichtig. Thank you.
Hello. Ich dachte mir, ich zeige euch oder nehme euch heute ein bisschen mit. Und ja, so meine typische Routine habt ihr ja so ein bisschen gesehen. Und gerade kam ein Paket und ich habe schon länger drauf gewartet und freue mich jetzt. Ich habe mich nämlich influenzen lassen. Und zwar war da eine dabei und sie hat einfach richtig schöne Haare. Also wirklich. Und sie hat so ihr Vorher gepostet und sie hatte so Haare wie ich. Also sie waren schon okay, aber sie sind halt nicht länger geworden und unten waren sie halt super dünn. Und ich habe so das Gefühl, meine sind auch so. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, ja, mir da so ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für meine Haare. Sie nicht so als selbstverständlich zu sehen, sondern halt wirklich auch so ein bisschen Zeit zu investieren und Geld. Because this oil war nicht günstig. Hat, glaube ich, irgendwie 47 oder so gekostet. Und es sieht so aus. Let's try. Danach setze ich mich an den PC und arbeite. Am Nachmittag steht ein Christkindlmarkt-Besuch an mit meiner Mama und meiner Schwester und ihrem Freund. Genau, davor muss ich auf jeden Fall Haare waschen. Und das muss man, glaube ich, zwei bis drei Stunden einwirken lassen. Ich schaue mir nochmal den TikTok von der Tante an. Sie hat als erstes natürlich ihre Haare gekämmt. Dann hat sie so ein bisschen aufgeteilt. Jetzt mache ich es mal auf, es sieht voll schön aus, das Packaging. Das stelle ich voll gut. Wäre voll crazy, oder? Ich habe mich gerade fertig gemacht für den Christkindlmarkt. Layers under layers. Sehen okay aus. Aber also ich bin auch nicht ölig oder so. Ich habe halt zweimal gewaschen. Geschäumt. Shampooniert. Die riecht auf jeden Fall gut. We will see. Ich hoffe, ich vernachlässige das nicht, sondern habe das auf dem Schirm und mache das ganz oft. Also einmal die Woche sollte man es auf jeden Fall machen.